Herr Wagner hat noch mal betont, dass aus Sicht des Auswärtigen Amtes es keinen Grund gibt, an den Ausführungen der UN-Experten zu zweifeln. Frau Hoffmann, bisher war ja die Haltung von Herrn Scholz, dass Israel sich nach wie vor, auch nach 8 Monaten Krieg, vollumfassend an das Völkerrecht hält bei seiner Operation in Gaza. Bleibt denn auch angesichts der Ausführung von Herrn Wagner und des neuen UN-Berichts der Kanzler bei dieser Einschätzung? Wir haben ja oft geäußert, dass es sehr wichtig ist, dass humanitäre Hilfe nach Gaza kommt, dass wir uns dafür einsetzen. Das gilt selbstverständlich auch für den Bundeskanzler. Wir fordern das seit längerer Zeit, dass humanitäre Hilfe in viel größerem Umfang nach Gaza hineingelassen wird. Wir teilen die Ansicht, dass es ein katastrophales Ausmaß von Hunger dort mittlerweile gibt und dass Abhilfe geschaffen werden muss. Und ansonsten habe ich den Worten meines Kollegen nichts hinzuzufügen. Nachfrage? Meine Frage war allerdings, bis vor kurzem, also bis noch vor 2 Wochen, wenn ich mich richtig erinnere, war hier auf Nachfrage die Äußerung und die Darlegung, dass der Kanzler davon überzeugt ist, dass sich Israel nach wie vor vollumfassend ans Völkerrecht hält. Das war meine Frage, die hatten Sie bisher noch nicht beantwortet, wenn Sie das noch kurz beantworten könnten. Ja, es ist klar, dass die Kriegsparteien aufgefordert sind, sich an das Völkerrecht zu halten. Das ist absolut klar, das ist die Forderung, das gilt. Dann, das war bisher die Haltung von Herrn Scholz. Ich habe dazu gesagt, was ich dazu sagen kann. Dann ist